Lothar Lockl ist der neue Stiftungsratschef des ORF. Das wurde auch schon in der Vergangenheit kolportiert, dass er der Favorit darauf ist, und nun ist es auch tatsächlich geworden. Und das mit einer überwältigenden Mehrheit. 34 von 35 Mitglieder des Stiftungsrates haben für ihn abgestimmt und somit hat er es also geschafft. Er hat direkt danach auch bei einer Pressekonferenz verkündet, was denn seine größten Ziele sind und was er erreichen will. Der ORF, der hat in letzter Zeit auch ein bisschen ein verstaubtes Image bekommen, um es so zu formulieren. Das gilt es also auf jeden Fall auch so aufzubrechen und da mal kräftig durchzufegen. Das geht konkret, wenn man sich neue Konkurrenten setzt zu Lothar Lockl, und zwar nicht heimische inländische Privatsender, sondern wirklich die Big Player, zum Beispiel Google, zum Beispiel auch Facebook. Es geht wirklich auch darum, mit dem Geist zu gehen, mit dem aktuellen Zeitgeist, um in wenigen Jahren auch den ORF wirklich ganz on top zu haben und die jungen Leute auch wirklich attraktiv erreichen zu können. Lothar Lockl, der hat in der Vergangenheit auch auf jeden Fall mit den Grünen viel zu tun gehabt, denn er war mal Wahlkampfleiter bei Alexander Van der Bellen. Er ist auch einer der engsten Berater und Vertrauten vom Bundespräsidenten von Österreich. Er nimmt auch mit seiner Kommunikationsstrategiefirma Aufträge an, zum Beispiel vom Klimaschutzministerium, das ja bekanntlichermaßen auch grün geführt ist, und zwar von Leonore Gewessler. Ein letztes Wort noch, die Seidel-Letter-Affäre, die hat ja in der Vergangenheit für ziemliche Turbulenzen gesorgt. In der ging es darum, dass die Grünen das Vorschlagsrecht bekommen für den ORF-Stiftungsrat. Chef. Und das ist nun dem Lothar Lockl geworden, und dafür aber dafür stimmen für das Kopftuchverbot in den Schulen. Also vielleicht gibt es auch in dieser Causa bald wieder Neuigkeiten. Was nun abschließend hinter all diesen steht, ist: Lothar Lockl ist der neue ORF-Stiftungsratschef. Auch Roland Weißmann, der ORF-Generaldirektor, hat sich dazu schon positiv geäußert. Und nun gilt es, den ORF zu reformieren.